So, ich weiß schon, wer mindestens noch bis 5... Nein! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, jetzt kommt der Choke. Der war echt gemein, es tut mir auch voll leid. Bro, warum werde ich jetzt so exposed? Leute, es ist Zeit, dass du jetzt ein Abo und ein Like da lässt. Check meinen Partner Just Legends aus. Und falls ihr einen Gamingstuhl braucht, dann die von Adept. Deutsche Qualität. Zeigt sich aus. Was geht ab, Leute? Zeus hier. Willkommen zu einem Holzkorb. Er hat auf mich reagiert. Also reagieren wir einfach, wie er auf mich reagiert. Ich bin gespannt. Wir schauen rein. Los geht's, go. Wollen wir eine Zeus-Reaction auf mein Video schauen? Reaction auf Zeus-Reaction. Paluten wird nicht auf mein Video reagieren anscheinend. Deswegen werde ich erst auf Zeus-Video reagieren. By the way, das Ganze ist eine Twitch-Aufzeichnung. Kein geschnittenes Reaktionsvideo. Das heißt, ich hoffe, dass auf meinem Kanal dann das Ganze perfekt geschnitten ist. Weil hier geht's ganz oft um andere Dinge, um irgendwelche Donations oder keine Ahnung was. Das heißt, die Reaktion hier im Stream wird ein bisschen anstrengender sein, als dann hoffentlich auf CO Live. Reaction auf eine Reaction. Jetzt eine Reaction auf eine Reaction, eine Reaction. Let's go. Hey, lass da reingehen. Du hattest keine erfolgreiche Kindheit, wenn du nicht einmal in ein verlassenes Haus eingestiegen bist. Hab ich gemacht und ich hoffe, ihr von euch auch. Und bitte, seid ihr schon mal in ein verlassenes Haus gegangen? Bitte, macht sowas nicht nach. Ach so, ja, klar, gemacht nichts, also. Wie kommend ist das eigentlich? Ich bin so ein schlechtes Vorbild. Leute, es ist nicht nur einmal. Oh. Ihr müsst es nicht gemacht haben, okay? Ihr müsst es nicht gemacht haben. Alles gut. Wie sich gleich hier versucht, so ein bisschen, sag jetzt mal, nicht anzustiften wieder. Versuch ein gutes Vorbild zu sein, finde ich gut. Was geht ab, ihr denn? Zu der Angst, ja. Verständlich. Zeus hier, willkommen zu einem Holzkopf. Lang mussten wir warten, endlich ein neues Video von ihm da. Let's go. Ich habe ein verlassenes Haus gefunden. Ich glaube, das ist Clickbait und eine Lüge. Wir schauen mal rein, los geht's. Clickbait und eine Lüge? Was soll das heißen? Was? Ich meine, es ist ein verlassenes Haus. Ich habe es zusammen mit anderen Leuten gefunden. Ich habe halt gedacht, dass er das vor kurzem gefunden hat. Und es war auch ein Joke von mir eher. Weil momentan verdeckt er mich noch. Gleich schiebt die Cam runter, keine Sorge. Das ist halt verlassen. Und das ist halt ein Bahnhofsgebäude. Das ist halt nicht nur ein Haus. Aber Haus war kürzer. Als Gebäude. Ist hier von ihm da. Ich habe einen verlassen. Da war es Platz 8 in Trends. Chat, es war mal Platz 6 in Trends sogar. Das heißt zwar nichts, aber cool. Nice to have oder so. Ich würde sagen, wen jucken die Trends heutzutage noch? Das ist ein altes, verlassenes Bahnhofsgebäude. Einsturzgefährdet und sicher nicht für Kinder. Und das waren wir. Vier dumme Kinder, die zufällig in der Nähe waren. Und jemand von uns kam auf die super Idee. Hey, lass da reingehen. Du hattest keine erfolgreiche Kindheit, wenn du nicht einmal in ein verlassenes Haus eingestiegen bist. Hab ich gemacht und ich hoffe, jeder von euch auch. Das ist das Geilste. Vor allem ich noch, ich hoffe, jeder von euch auch. Welt, wenn irgendwo im Dorf so ein altes Haus ist. Und das heißt immer, das ist das Geisterhaus, da drin spukt. Dann gibt es solche Mutproben wie in der Nacht mal reingehen und so. Das ist das Geilste überhaupt. Wir hatten sogar ein Haus, das haben wir so genannt, weil es so zerfallen war am Bahnhof oben bei uns in Assling. Und es gab auch das Killerhaus, das war das kaputte Haus, wo wirklich komplett alles im Arsch war. Es war einfach nur eine Ruine. Gar keine Wände mehr gab mittlerweile. Manche Leute machen das nochmal krasser. Hatten wir zum Einstieg. Boah, Holzi ist auch so jemand, der nicht Pause drückt und einfach drüber redet über so ein Video. Sehr interessant. Fängt mal voll so, warum macht man sowas? Aber klar, Holzkopf ist auch jemand, der halt nicht versucht, die Reaktionen nach noch irgendwie hochzuladen und damit extra Geld zu verdienen, sondern der ist einfach so, nö, mach ich nicht. Wo ich sagen muss, theoretisch, warum man nicht? Ich glaube, ich würde das so ganz cool finden, sogar hier und da so ein paar Holzkopf-Reaktionen zu sehen. Steigen. In allen dreien war ich drin, hab jeden Raum erkundet. Arschgeil was. Außer dem Keller beim Horrorhaus, da hab ich mich getraut. Der Keller war mir zu. Er hat sich nicht in den Keller getraut. Was eine Fussi. Was? Also erstens, Holzi, das sagt man heutzutage nicht mehr, denn es ist nicht was Schlechtes, eine Pussy zu sein. Egal, ob du jetzt eine Katze meinst oder was anderes. Und ich bin sehr mutig. Das war nur Spaß, weil ich will sich hier ins Kopf irgendwas unterstellen. Mach grad hier ein paar Jokes, ne? Generell, wenn es in der Reaktion so ein paar Jokes kommen. Aber ich mein's mal nicht böse, ich will nur ein bisschen lustig sein. Ich versuche lustig zu sein, sag's mal so. Aber tja, Zeo. Auch weil ich eher Angst hatte, als Hi, Rio. Dass die Jungs hinter mir die Tür zu knallen, mich da drin eingesperrt lassen für eine Stunde oder so. Davor hatte ich halt Angst. Gar nicht, dass unten was ist. Davor hatte ich ein bisschen Angst. Aber eher, dass dann Leute mir einen Streich spielen und die Tür zumachen, mich im Dunkeln da unten lassen. Da wäre ich gestorben vor Angst. Gehen. An sich klang es auch echt interessant und spannend. Ich weiß aber, ich hatte eigentlich schon total Angst davor. Was auch verständlich ist. Ich meine, da könnte ein Mörder drin sein. Oder es könnte jederzeit was einstürzen. Und wir waren auch null vorbereitet. Was für eine Anspielung war das gerade? Wir waren eigentlich nur um die Ecke Snacks kaufen, bis einer... Wird er später erfahren im Video, yeah. Du meinst? Es gibt so viele kaputte Häuser in Berlin. Ich glaube, wir suchen bald wieder ein. Pass aber auf dich auf, ne? Chat, passt auf euch alle auf, okay? Es ist schrecklich, wie sein Chat über meinem Chat liegt. Man kann nichts erkennen. Da ist nur noch ein Gemurkse und so. Macht das nur professional, ne? Ja. Yo. Boah, es ist so angenehm, dass Holzi genauso spracheingeschränkt ist wie ich. Oh, nicht tausend Nachnamen und so. Da hinten ist ein leerstehendes Gebäude. Und dann sind wir hingegangen. Am Anfang hat sich aber auch keiner von uns so richtig getraut, schon reinzugehen. Wir haben also... Boah. Kleine Festigkeit über der von Theo. Yes, true. Warum sagt mir das keiner? Achso, ja. Nichts verstanden. Was hat er gesagt? Egal.
ja, ich bin kein... Ach so, Holz, verdeckt die Facecam, darum geht's gerade. Ich bin kein Professional Reaction Streamer, okay. Einmal bin ich eingestiegen, zusammen mit einem Kumpel. Ein anderer hat's nicht getan. Es müsste ein Chat nur noch woanders hin. Am besten hier so hin, oder? Dann wäre jetzt hier ein Chat, das wäre der neue, sein Chat und seine Cam. Dann wäre dann das hier der alte Chat von mir und meine Cam. Und hier drüben ist dann der... Das bin ich jetzt gerade aktuell mit meinem neuen Chat hier. Und alles ist voll. Man erkennt das ganze Video nicht mehr. Traut, der ist draußen geblieben. Und ich war so, okay, du Schisser. Da war ich halt so ganz ehrlich drauf geschissen. Bleib du draußen, du Schisser, wir gehen rein. Dann waren wir drinnen, haben uns alles angeschaut. Plötzlich hören wir, wie der Typ draußen schreit. Das sind welche drin! Das sind welche drin! Das sind welche drin! Und wir sind echt ohne Scheiße. Ich war nur so, boah, dieser Wichser. Wir sind so rausgestürmt. Vor allem keine Tür. Wir mussten aus dem Fenster rausklettern. Ich hab mir fast die Knie kaputt gehauen. Ich war nur so ein Wichser, Alter. Das war wie hellig der Tag an dem. Und wir waren auch so, der verpetzt ja uns einfach. So ein Arschloch. So einfach vor dem Eingangsbereich bei den ganzen Schrotthaufen. Er versteht's nicht. Egal. Chillt. Bis wir auf die Idee gekommen sind. Um da drin sicherer zu sein, brauchen wir Waffen. Yep. Und ich finde, wir haben im Schrott voll coole Sachen gefunden. Zuerst hatte Linus irgendein Blechstück gefunden. Das war quasi wie ein Schild. Schild. Yeah, well, it's predicted. Eine Laternenabdeckung gefunden. Weil unser Chat predicted seinen Chat. Wollen wir noch auch Chats verschieben? Ja, bitte, danke. Hier kommt. Nein, das ist ja... Obwohl, ich überdecke seinen Chat. Aber das ist doch in Ordnung, oder? Ja, unbedingt. Und hatte damit einen Morgen... Eine Keule. Ein Morgenstern, natürlich. Andreas hatte dann auch ein Seil, aber mit zwei Stöckern. Und hatte im Prinzip Nunchucks. Ich musste aber auch irgendwie was suchen und habe einfach ein großes Rohr genommen und hatte damit ein epischer Schwert. Schwert, okay. Hier war ein Rohr. Ein Rohr. Wahrscheinlich etwas sein können soll. Ein episches Rohr. Wir einfach nur wie echt die... By the way, wieder großes Lob. Es ist so geil animiert und so geil gemalt alles. Boah, ich hoffe, er freut sich. Sieht nicht jetzt 12-Jährige aus? Es sind erst eine Minute, es ist eine Minute vorher. Aber wir fanden uns cool. Und für den Fahrer. Es war schon eine coole Szene. Ich war auch selbst bereit, diese Szene zu machen. All, dass wir es nicht wieder rausschaffen, habe ich auch alles per Video aufgenommen. Horror. Hat er das so gesagt? Mit längerem Zögern haben wir es dann wirklich getan. Wir sind dann wirklich reingegangen. Und bitte, bitte, macht sowas nicht nach. Das ist... Ach so, ja, klar, der macht nichts. Also, man hat auch eine gute Kindheit ohne Leute. Ich wollte nicht dazu anstiften. Ich bin so ein schlechtes Vorbild. Wie gesagt, super gefährlich. Und ich glaube nicht, dass diese Waffen uns irgendwie geschützt hätten. Drinnen war es auf jeden Fall super dreckig und heruntergekommen. Es war auch echt dunkel und es lag viel Müll rum. Direkt am Eingang ging auch eine Treppe nach unten. Also gab es da wohl einen verlassenen Keller. Aber wir sind da erst... Wäre nice, wenn die Handy auf der zeigen könnte. Wenn ich die finde, ja... Ach, wäre nice, wenn du deine Handyaufnahme mal zeigen würdest. Darum geht's gerade. Also, da würde man uns halt auch sehen. Ich würde halt höchstens die Audio zeigen, weil ich möchte auch nicht, also ich möchte ja kein Face-Reel machen. Auch wenn das ein paar Jahre her ist, so. Das ist ja, ne? Nicht meine Absicht. Ansonsten, ich hab noch die Aufnahmen von, als der Bahnhof abgerissen wurde. Das habe ich euch letztens im Stream gezeigt. Also, ich hab's abgespielt. Ich habe die Audio abgespielt von, als der Bahnhof weg war. Und als ich darauf reagiert habe, so, dass alles weg war. Aber ich habe euch nicht. Holzi ist auch so jemand, wo ich sagen würde, ich will gar nicht wissen, wie er aussieht. Ich will, dass Holzi das hier ist. Immer bleibt für mich in meinem Kopf. Manchmal ist ein Face-Reveal, viele wünschen sich das, aber es gibt YouTuber, da wünsche ich mir das auf keinen Fall. Da bin ich so, nein, ich will gar nicht wissen, wie die Person aussieht. Nicht gezeigt, aber ich habe noch nicht die Aufnahmen von, als wir in den Bahnhof reingegangen sind, weil das war nochmal irgendwie ein, zwei Jahre vorher, bevor der Bahnhof abgerissen wurde. Später rein. Ansonsten gab es im ersten Raum auch viele kleinere Räume. Wir haben uns also erstmal nur aufgeteilt und umgeschaut. Und in ein... Aufteilen ist das Dümmste, was man machen kann. Da ist meistens danach einer weg plötzlich. Nimm der Räume. Das hat YouTube auch kommentiert. Immer war eine Toilette. Das habe ich in so einem YouTube-Video von Leon Mascher gesehen. Oh, ich glaube... Der war nicht schlecht von mir, finde ich. Aber nicht, dass sie angeschlossen war. Und in einem anderen Raum gab es auch eine Treppe ins obere Stockwerk. Was wohl oben ist? Aber wir haben noch gar nicht alles vom Erdgeschoss gesehen. Denn es gab da auch noch einen Eingang zur riesigen leeren Halle. Und als ich da reingegangen bin, fand ich, es sah irgendwie wirklich schön aus. Boah, wie ich die... Achso, danke fürs Abonnieren! Ich wollte gerade sagen, wie ich den Sub nicht sehe, aber logisch, da der Sub ja über der Facecam von Holzi ist, muss es ja mein Sub sein. Danke fürs Abonnieren, super, Dankeschön! Ihr müsst euch vorstellen, oben waren so einige Löcher im Dach. Das heißt, das Sonnenlicht konnte richtig schön durchscheinen. Und es war alles so staubig, der Effekt war krass. Mit dieser dreckigen Atmosphäre hatte das aber auch voll so Rapper-Musikvideo-Vibes. Aber ich habe dann auch gemerkt, warte, Löcher im Dach? Das Ganze fühlt sich jetzt nicht so safe an. Jederzeit könnte doch was runterfallen, oder nicht? Leute? Ach nein, es wird schon nichts passieren können. Ja, okay, stimmt. Zum Glück waren wir aber auch nicht so lange in der Halle. Denn wir wollten... Theo sagt nichts und ich sag auch nichts. Wir schauen uns das Video. Ich finde, wenn man nichts zu sagen hat, soll man die Schnauze halten.
Ich schaue einfach nur das Video. Nämlich danach den Keller betreten. Bei uns ist sogar einer mal eingebrochen. Aber das war nicht so schlimm. Irgendwie als Kind tut man sich nicht weh. Und einmal bin ich auch in so einem Holzbalken runter. Und das war voll doof, weil ich habe mich festgehalten. Es ging schon. Kinder tun sich nicht weh, okay. Aber weil es so staubig war, ist mir dann Staub in die Augen gebröselt. Und ich war dann so, hab mich dann gehangen. Und war so, ich habe Staub in den Augen. Und ich weiß, dass unter mir nichts sein müsste. Ich kann jetzt loslassen. Aber irgendwie ist es doch ganz schön gruselig, halt loszulassen, um nicht nachzugucken, was unter dir ist. So, was ist, wenn doch da etwas ist? Ein Nagel, ein Brett, irgendwas. Und ich tue jetzt ultra weh und so. Und da habe ich auch gebrüllt, so, Philipp, Philipp. Und Philipp war so, was ist denn? Ist unter mir was? Kann ich loslassen? Er so, hä, warum fragst du so blöd? Ist unter mir was? Kann ich loslassen? Ich kann mich nicht mehr lange halten. Er so, nee, da ist natürlich nichts, du Idiot. Ich so, ja. Jetzt war ich so eine Scheißsituation. Ich sehe das nicht. Ja, aber gut, dass man da sicher geht. So, hä? Gut, dass man vorsichtig bleibt. Loslassen. Sicher, ja, vertrau mir. Okay. Ja, ist sehr gut. Ja, sehr gut. Aber echt Angst. Gut. Denn es sieht echt dunkel da drin aus. Super. Besser vorsichtig sein immer. Eng. Und es ist halt ein Fall. Und Leute dabei haben. Ich glaube, Leute dabei haben das schon bei sowas ziemlich. Ja, welches Kind traut sich denn alleine in so ein Haus rein? Da ist echt Balls of Diamond. Ziemlich gut. Kellermann. Weil ich die Kamera gehalten habe, durfte ich aber sagen, ihr geht vor, weil ich muss euch ja alle filmen und so. Also sind wir die Treppe runtergelaufen. Und man hat nicht wirklich viel sehen können. Zum Glück hatte ich aber die Handylampe an. Es hat auch ein bisschen komisch. So technischen Schnickschnack. Ich hatte schon Handys. Boah, ich bin so ein Zoomer, ne? Das ist echt krass, weil Handy? Hä? Das gab, also es gab schon Handys bei uns, aber die konnten nicht, also konnten kein Licht machen. Das Licht war noch nicht erfunden damals. Für so einen Zoomer, ich hatte Handys damals. Gar nicht damals. Gerochen und damals. Es war total staubig. Und als wir langsam weitergegangen sind, waren wir in einem Raum mit zwei riesigen Kanistern und einem Geländer davor. Hinten in der Ecke war auch ein Gang zu einem weiteren Raum. Seid ihr die Goonies? Alter, was geht mit euch ab? Und wir haben uns dann schon echt Sorgen gemacht. Er kennt die Goonies. Kennt man die Goonies? Kennt man die Goonies noch? Kein Mensch kennt die Goonies mehr, oder? Wir hatten wirklich Angst vor irgendwelchen Fremden. Und im Keller noch viel mehr, weil es echt eng war und wir nicht alles sehen konnten. Und ich meinte auch, was wäre, wenn da hinten jemand ist? Aber genau dann ist Andreas. Die was ich nicht. Nope. Goonies ist auch vor meiner Zeit, das war die 80er von Steven Spielberg, aber ist halt wirklich ein Ultra-Klassiker-Film. Da spielt sogar der kleine Asiate mit, der bei Indiana Jones Teil 2 Tempel des Todes auch mit dabei ist und Indy da zur Seite steht und so. Und generell ist ein sehr, sehr cooler Film. Also falls ihr mal Bock habt, so ein bisschen Nostalgie, auch ein bisschen so Retro, aber trotzdem gut gemacht, also viel Budget, reingeballt, Steven Spielberg, Alter. Und dann Goonies. Kann ich empfehlen. Ist ein cooler Kinderfilm, aber eher so plus 6, also nicht zu jung gucken und so. Also, falls ihr einen Neffen habt oder so, dann nicht angucken. Plötzlich schreiend rausgesprintet. Und wir waren einfach nur total besorgt und sind nicht hinterher. Wir waren dann alle sicher draußen und hatten Angst. Und haben Andreas gefragt, was er gesehen hat. Was hat er gesehen? Was ist passiert? Und er meinte, er dachte, wir hätten gesagt, da drinnen wäre jemand. Obwohl es nur ein Was-wäre-wenn von mir war. Also gut, dass es nichts Ernstes war, aber wir wollten definitiv nicht wieder in den Keller. Wenn da aber wirklich jemand war... So war meine Erinnerung. Sind wir dem gut entkommen. Bleibt aber nur noch... Ich habe Andreas vor ein paar Wochen gefragt und er meinte, seine Erinnerung von der Situation war, dass wir ihn damals absichtlich verarscht hätten. Das ist interessant, ne? Dass die Erinnerungen... beide sind sich sicher und beide lügen nicht. Das ist interessant, dass Erinnerungen manchmal so verschoben sein kann. Hatte ich auch schon tausendmal, dass ich mir so sicher bin. Und Leute erzählen eine Geschichte und ich bin so, das stimmt nicht. Und ich werde nie wissen, was die Wahrheit ist. Das ist... schrecklich. Deswegen nie wundern, wenn zwei Menschen was erzählen und es ist unterschiedlich. Das Gehirn ist eigenartig. Was sein könnte, ist, dass bei ihm damals, weil er dachte, er wurde verarscht, er jetzt im Nachhinein abgespeichert in seinem Kopf hat, ich wurde verarscht, so. Aber er weiß, am Ende wurde wirklich verarscht, keine Ahnung. Aber ich kann mich nicht erinnern, ihn verarscht, also absichtlich verarscht zu haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich auch verwirrt war und ihn gefragt habe. Aber er dachte, laut ihm hätten wir ihn absichtlich verarscht. Und irgendwie, ich check, also, das ist Cap. Nein, haben wir nicht. Die Treppe nach oben. Und als wir da hochgegangen sind, waren wir... Ja, Gehirnspeicherinformationen immer anders, als wirklich war. Genau, da gab es dieses Beispiel mit dem Typ hockt der Kantine und hat einen Schnitzel bestellt. Dauert ein bisschen und er hockt sich hin und dann wird das Schnitzel gemacht. Und am Ende kommt der Kantinenchef raus und sagt, Schwein. Und er sagt, ja, und steht auf. Wenn ich ihm jetzt sage im Nachhinein, hey, du hast da in der Kantine behauptet, du seist ein Schwein, würde er sagen, nein. Habe ich nicht. Und so, doch, du hast der hat gesagt, Schwein, du hast ja gesagt. Er so, nee, ich hab nur gesagt, das Schnitzel zu mir gehört. Weil man merkt sich nicht, was man gesagt hat, sondern man merkt sich immer nur, was man gemeint hat oder die man gefühlt hat und so. Aber rein theoretisch, doch, ja, er hat bestätigt, dass er ein Schwein ist. Es gibt so ein Psychologiebeispiel.
Voll langweilig, ich weiß. Hier in einem kleinen Raum mit einem kaputten Fenster. Und wenn man dort durchgeklettert ist, war man auf dem Dach. Und einmal drum herum gelaufen, war eine Also das Ding ist halt, seine Auffassung war halt so, ich habe ja gefilmt. Und dass wir dann so quasi, damit das cool wird. Psychologie ist wirklich interessant, finde ich auch. Also ich finde es total cool, sein eigenes Gehirn zu hinterfragen. Weil dann hat man ja ein Gehirn, was gerade sich selbst hinterfragt. Also das Gehirn stellt sich selbst in Frage. Also das finde ich total fast schon philosophisch manchmal. Eine coolere Filmaufnahme ist, so quasi so geacted haben von wegen, oh mein Gott, da ist jemand, oh, da ist jemand. Aber er wurde nicht eingeweiht und dann hätten wir ihn damit dann auch so verarscht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir das gemacht haben. Deswegen check ich gar nicht. Holzi, gib's zu, du bist ein ganz gemeiner Mensch gewesen als Kind. Aber vielleicht ist auch meine Erinnerung falsch, aber das ist halt meine Erinnerung, deswegen habe ich es jetzt so erzählt. Aber anscheinend, ich wollte nur sagen, es gibt auch andere Interpretationen. Aber also es wäre auch kompliziert, im Video zu erwähnen. Ich habe das so gedacht, wenn ich ihn jetzt heute Fragen frage, hätte jetzt andere was anderes erzählt. Das ist sehr komisch. Leiter zu einem Denn das für ein krankes Gebäude, Mann. Was höherem Dach. Wir sind also auch dort drauf geklettert. Und ich muss sagen, das war schon ein echt cool Animation aus Andreas Sicht. Boah, der kann auch ein eigenes Animationsvideo machen, wenn er will. Im Sommer auf einem Dach. Komplett ungestört und man fühlt sich wie ein König. Ich glaube, es soll... Das Schöne ist, dass du halt noch eine Kindheit hattest, Holzkopf, und oben aber abgechillt ist. Ich hab da oben maximal einen Huber-Buber gelutscht. Heutzutage würden die 12-Jährigen sich da oben schon einen spliffen oder so und alles wäre zu spät. Einen spliffen? Ein Huber-Buber gelutscht. Was heißt das hier? Ist es so rauchen? Dass auch das super gefährlich ist. Wir haben oben aber unsere Sachen ab... Fun Fact, ich bin der Meinung, es gibt kein cooles Wort für ein Joint rauchen. Es gibt immer nur Spliffen, Kiffen, ein Jay, ein Johnny und immer so, Alter, Jiggy. Ich bin so, es gibt kein cooles Wort für ein Joint, es gibt keinen cooles Begriff für Rauchen eines Jointes, so. Das ist alles so wack von vorne bis hinten. Ja, beim Alkohol ist so, gibt es tausend voll geile Begriffe. Macht alles so Spaß und es ist alles so lustig und so cool. So die Batterie abklemmen, den Helm lackieren. Das ist alles so witzig einfach nur. Und Joint rauchen ist einfach uncool von vorne bis hinten. Allein schon, weil die Begriffe so kacke sind. Naja, ich sag einfach rauchen dazu. Ja, aber ist ja auch voll langweilig. Rauchen wir Gras? Abgestellt und einfach gechillt. Haben unsere Snacks von vorhin gegessen und das Leben genossen. Bis plötzlich... ein lautes Krachen. Und ich wusste nicht, woher es kam. Wir waren nämlich komplett fein. Stellt sich heraus, die Morgensternwaffe war weg. Denn Stein hatte die Waffe auf das Blechdach von der Halle gelegt. Trinken wir was? Genauso langweilig. Ja, das stimmt. Aber man kann voll viel geile Sachen sagen. Im Bayerischen kann man sagen, da machen wir uns halt oh. Oder, keine Ahnung, heute schießen wir uns ab. Es gibt voll die coolen Sachen da einfach irgendwie. Also cool, in Anführungszeichen. Halt irgendwas, was halt sympathisch ist, was lustig klingt, was irgendwie nice ist und so. Ich glaube, das, weiß ich nicht. Man hat irgendein für euch ein Beispiel zu Grasrauchen, was irgendwie cool, also cool, in Anführungszeichen, mal Spaß macht, was irgendwie nicht so dumm klingt einfach. Und später ist es wohl runtergekracht. Ha. Ja. Die Halle war vielleicht wirklich nicht sicher. Ah ja. Unser Dach vom Hauptgebäude hingegen wirkte aber sehr stabil. Es war nämlich so aus Beton und Stein oder so. Auf jeden Fall war das Dach aber unser Revier. Und wir haben es mit unserem... Irgendwie haben die Leute trotzdem denied, dass das Blechdach eigentlich doch sicher war. Also, Ziolino, was ist denn los mit dir? Guck doch mal, was da passiert. Ihr denkt, ihr seid hier unter, dass hier ein privater Raum ist. Das denkt ihr, ne? Dass hier so ein privater Raum ist. Das denkt ihr. Aber am Ende reagiert jemand drauf und dann verewigt ihr euch hier mit sowas wie: Was wäre, wenn Zeo duscht? Keller riechen immer komisch. Ach, Andreas. Ihr müsst was Cooles schreiben, Leute. Was machen wir denn für einen Gesamteindruck als Community, wenn da so eine Kacke drin steht? Wenn alle sagen, okay, bei Zeo, vielleicht mal noch dreimal zu abonnieren, wenn da solche Menschen zu gucken. Das ist doch blöd so. Nur weil ich ein Trottel bin, müsste ich auch nicht sein hier. Okay. Wollen wir gesagt haben hier. Es ist ein Fakt, dass, glaube ich, die Morgensteinwaffe wirklich durchs Dach gefallen ist. Was dir auch voll verwirrt hat, ist, immer als ich dann denen gesagt habe, jojo, die Halle ist gar nicht so sicher, waren die so, doch, die ist sicher. Das hat die immer noch nicht überzeugt. Ja, die Chance ist ja auch super gering, dass genau da was einbricht, wo du stehst. Die hat es immer noch nicht überzeugt, obwohl ich... Trotzdem, also ich hab's nicht gecheckt. Ich check's immer, bis heute auch immer. Aber so. Versammelt hat nur die Trottel um dich. Ja, was ist dann jetzt beim Live-Podcast? Da wird sich auch sagen, okay, nie wieder. Nur einmal und nie wieder. So, wenn dann nur Trottel anwesend sind, so im Publikum. Gut, zu 50%. Vielleicht kommen ja auch ganz viele Wick-Zuschauer. Dann beißt sich das voll so. Weil schon Wick alle so bunte Haare, Tattoos, Anime begeistert und keine Ahnung, was er so für Zuschauer hat. Und dann kommen wir. So, die unterste Schiene der Menschheit, so kommt er so an. So, nur noch Affen hocken dann so da. Hocken alle so, hocken die dann so da. Egal. Irgendwie haben die trotzdem die Neid, dass das Hallendach unsicher ist.
leeren Softdrinkdosen markiert und dekoriert. Ich bin gespannt, was passiert. Wir waren danach zwei. Ist das Lupina? Wenn ja, was ist los mit euch? Das trinkt man nicht. Man trinkt Cola im Alter. Und zwar Coca-Cola, nichts anderes. Ist das Fritzi oder irgendwie Pepsi? Oh oh. Oh oh, es geht der Beef los. Hier so ein Schwachsinn. Egal. Weitere Male dort. Erkennt eure Wortschätze. Nee, ja, Cola ist in Ordnung. Und haben. Aber nur wegen am Preis. Preis-Leistung, versteht ihr? Ja, Cola ist natürlich voller Rotz, aber es ist so günstig. Und wenn man nicht so viel Cola hat, also gerade mit Taschengeld, was kriegt man denn da? Ich hab damals vielleicht 3 Mark. 1,50 Euro bekommen. Und das war nicht viel, also die Woche, das war nicht viel, da kann man sich auch ein Jakula holen. Haben wir uns echt cool gefühlt, weil wir was so Gefährliches tun. Was ein dummer Gedanke ist, aber wir waren halt noch jung. Und weil keiner aus unserer Klasse was von unserer Coolness abbekommen sollte, haben wir in den Schulpausen... Oh nein! Oh, jetzt wäre ich gemein gleich. Ich bin gespannt, was er sagt. Auf meinen ersten Diss ist er gar nicht eingegangen. Was ist hier los? Und so cool, ey. Boah, waren wir cool. Yeah, cool, cool. Und versucht, Coolness. Für den verlassenen Bahnhof ein Codewort zu nehmen. Anstatt zu sagen, hey, lass heute zum Bahnhof, haben wir gesagt, hey, lass heute zum Bäcker. Die ist so enttäuscht. Warum ist die so enttäuscht von unserem Codewort? Scheiße, seid ihr uncool, Mann. Mann, wir sind... Nein, die waren doch cool, Mann. Das war... Waren wir nicht... Hä, wir waren doch so cool. Also zum Clubhaus oder zum geheimen Ort oder zum... Keine Ahnung, zur Basis oder so. Warum? Wir sind doch cool. Es ist nicht trotzdem cool. Hä? Bäcker? Digi. Aber komm, Bäcker ist echt scheiße, Holzi. Was ist denn das? Lass mal zum Bäcker gehen. Hä? Warum nicht gleich zum Kids and Toys? Gibt's gar nicht mehr. Zum Toys or Us? Gibt's auch nicht mehr, oder? Wenn ich es gehört hätte, welche. Digi hat mich. Nein. Zum Bällebad. Welchen Haus auf so. Mhm. Ich weiß schon, wer mindestens noch bis 5. Nein! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, es kommt der Joke. Mit dem der Jungfrau-Joke. Der war echt gemein, es tut mir auch voll leid. Und es soll wirklich keinen Druck setzen. 35 Jungfrau sein wird. Ja, Bro! Warum werde ich jetzt so exposed? Was? Aber, also, ich meine. Ja, ne. Das war echt nur ein Joke, ne? Ich wollte lustig sein. Das war auch, es war auch aus mehreren Gründen ein dummes Codewort. Denn wir sind manchmal auch actually zum Bäcker gegangen. Also, wir sind manchmal wirklich nach der Schule zu einem echten Bäcker gegangen. Deswegen war es dumm, den Bahnhof Bäcker zu nennen, wenn wir manchmal auch wirklich uns bei einem Bäcker getroffen haben. Das ganze System war scuffed. Das hat eigentlich alles gar keinen Sinn ergeben. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so unauffällig ist. Niemand wusste, ob wir wirklich zum Bäcker gehen oder nicht. Das war das Ziel, dass man denken könnte, wir gehen wirklich zu einem Bäcker. Damit man auch nicht Suspicion raised. Aber wer geht denn zum Bäcker? Kann man nicht mal mit Karte zahlen, das spannend. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist halt so, weil ich was cool. Also man will auch Leute irgendwie neugierig. Na gut, will man nicht, aber ich hätte Leute neugierig machen wollen. So, wir gehen zu unserem Lager oder so. Wenn man sagt, wir gehen zur geheimen Basis, könnten wir auch hätten wir sagen können, wir gehen zum Bahnhof, zum verlassenen Bahnhof. Zum verlassenen Bahnhof? Weiß man den Ort, ja. Aber zur Base. Wir gehen zu unserem Geheimversteck. Wir gehen zum Clubhaus. Das ist immer so, Alter, was geht hier ab? Also wenn wir sagen, geheime Basis, ist es ja genauso schlecht. Wir gehen zum verlassenen Bahnhof. Also wir wollten ja nicht, dass Leute was von unserer Coolness abbekommen. Wir fanden uns untereinander schon cool genug. Wir wollten nicht so ein Geheimwort nehmen, was andere Leute, also dass andere Leute denken, dass wir irgendwas verheimlichen. Aber das Problem war halt, dass es halt zu anzass war. Also wir haben halt auch, wir hatten halt wirklich einen Bäcker, zu dem wir gegangen sind. Deswegen, ich weiß nicht. So, kommst du am Wochenende noch mit ins Hotel? Also ich werde auf alle Fälle ins Hotel gehen am Wochenende. Also ich hole mir wieder eins in München. Da habe ich theoretisch noch einen Platz frei zum Pennen, wenn es ist. Also wer mich aufreißt, der kriegt auf alle Fälle ein Plätzchen. Es sei denn natürlich, meine Freundin kommt mit, dann ist das schon ihr reserviert natürlich. Komm, ich habe keine Ahnung. Das war das Unfasseste, was wir uns ausdenken konnten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ja, klang. Weil, aber das war also... Er sich rechtfertigt, eine halbe Stunde, Mann. Das war halt dumm. Ach, keine Ahnung. Die Operation geheim halten ging aber sowas. Ihr hättet alles nehmen können in den Bäcker. Ja, Bro, aber... Also, wir wollten ja nichts nehmen, was cool klingt, weil sonst Leute uns dann doch hinterfragen. Diese Ausreden, ey. Das macht doch schon Sinn, oder nicht, hä? Nein, tut es nicht, Mann. Schäm dich jetzt und Gutes. Seht ihr nicht, was ich meine? Denn als wir nochmal hin wollten, haben wir auf dem Weg am Supermarkt 4 Mädchen aus unserer Klasse gesehen. Und sie und... Die coolste ist die mit der Mütze, finde ich. Auch. Sie sind dann zu uns gegangen und wollten wissen, wo wir hingehen. Ja, lol. Ach so. Oh, ich wollte gerade fragen, warum sah die gerade weiblich aus? Dabei, das waren die an den Augen, die Wimpern. Ja, ist egal. Sure. Was ist sure, ey? Dach halt. Folgt uns aber nicht, okay? Sie sind uns gefolgt. Und sind meinen Freunden und mir sogar dann bis aufs Dach gefolgt. Ihr solltet mir, by the way, auch folgen. Und sie haben da oben Instagram-Fotos gemacht. Nein!
Also es ist alles okay, Leute. Mann, bin ich froh. Ja, er ist enttäuscht von unserer Generation. Das ist alles, was uns noch nicht gab. Instagram-Fotos? Ich war voll so, wow, geht die Geschichte cool los. Es war schon, es war immer das Geilste, wenn sich dann zwei Lager verbündet haben, da waren plötzlich zu 8. Wie geht das gar nicht gut? 16. Wir sind Gen Z. Hat dann da rumgebaut, hat dann irgendwelche... Ich bin halt ein Boomer, jetzt lass mich, Mann. Wir haben uns ein Punktesystem eingeführt zum Beispiel, dass jeder, der was an Arbeit erfüllt, bekommt dann Punkte gut geschrieben, dann haben wir sie aufgeschrieben und dann, wer am meisten arbeitet, ist auf Platz 1 und so weiter. Und dann haben wir so Sachen gebaut im Wald, Punkte, das war voll stark. Dann wollte ich mitmachen und auch einen Kontostand haben und so weiter, wo man die Punkte aufschreibt. Lustigerweise war ich immer der Anführer, der die Punkte aufschreibt. Keine Ahnung warum, was weiß ich. Ich habe mich da irgendwie berufen gefühlt, das zu machen. Ich habe die Idee von Monster AG geklaut, by the way. Wurscht, aber Instagram-Fotos? Gut, heutzutage wird man TikTok so umdrehen wahrscheinlich. Boah, ich werde doch TikTok so. So TikTok. Dann mach auch einen TikTok-Tanz, mach auch den Gritty oder so. Ne? Würde man irgendeinen Justin Bieber-Song anmachen, go. Das, boah, damals war auch Musical.ly. Boah, wait, war das auch Musical.ly-Zeit? Musical.ly war 2015, oder? Nee, oder 16 sogar schon. 15 oder 16 kam Musical.ly raus. Musical.ly ist ja TikTok, basically. Wait, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die da oben auch Musical.ly's gemacht haben. Es könnte sein, dass die da oben auch Musical.ly's gemacht haben. Wie alt ist Holzi, dass er davon ausgeht, 2015 noch ein Kind gewesen zu sein? Wie alt ist er? Ist er 19 oder was? Oder ist er 21 oder wie? 19 oder 20? Dann wurde der mit unter 18 Jahren schon Cutter von Paluten oder was? Weil der ist doch schon der Cutter von Paluten seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Das heißt, Paluten stellt Minderjährige ein. Betreibt also Kinderarbeit, oder wie kann ich mir das vorstellen? Sollen wir Paluten canceln? Schon. Was war schon cringe? Das heißt, immer mehr Leute aus der Klasse haben... Und selbst früher war es schon cringe. Wahrscheinlich, ne? Würde man irgendeinen Justin Bieber-Song anmachen, go. Das heißt... Ich war nie Cutter von Paluten. Oh, Holzi ist ja hier, hallo! Volles gut, die Video, Holzi, du bist der Beste. Du, aber voll viel meint immer, du bist der Cutter von Paluten, habe ich mal gehört. Wer ist denn der Cutter von Paluten? Immer mehr Leute aus der Klasse haben dann also vom Ort mitbekommen. Und dadurch hat es sich nicht mehr so cool angefühlt, weil es nicht mehr nur unser Ding war. Das änderte aber nichts daran, dass es trotzdem echt schön war, dort zu chillen. Und den Sommer da mit noch mehr Freunden zu genießen, war eigentlich umso besser. Außer beim einen Mal, wo... Außer wenn man Instagram-Fotos macht schon. Wo einfach so ein Helikopter direkt auf uns zukam. Das war so random. Ach, das sieht nötig. So aus. Seht ihr? Er ist schon vorbeigeflogen. Bis der Helikopter umgedreht ist. Wieder in unsere Richtung. Hä? Dann wieder an uns vorbei? Chat, das fragt mich ein bisschen ab, okay? Das ist minimal... Chat, okay? Darauf hat niemand geachtet. Minimale Inconvenience für mich. Umgedreht ist. Wieder an uns. Die Musik ist jetzt laut. Richtung. Hä? Aber jetzt die Musik die ganze Zeit voll leise. Wieder an uns vorbei. Und dann wieder um. Die Musik. Das wäre niemandem aufgefallen. Es könnte auch gewollt sein, dass du sagst, hey, ich rede ja was. Und die Musik so laut wäre, dann würde man mich nicht mehr hören oder so. Aber stimmt, du machst meistens die Musik sehr laut bei deinen Videos. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Auch die Effekte sind erstaunlich laut. Also fast laut, ähnlich laut wie die Stimme von dir. Es ist gedreht. Voll leise gerade. Und dabei. Ich weiß nicht warum. Das ist, also, wahrscheinlich, das juckt niemanden. Aber für mich ist es so, shit, Mann, ich hätte es jetzt geändert. Es juckt nicht, aber ich wollte es so ansprechen, okay? Dir ist schon vorbeigeflogen. Bis der Helikopter umgedreht ist. Wieder in unsere Richtung. Hä? Dann wieder an uns vorbei. Und dann wieder umgedreht. Oh. Hallo, Lu. Danke für den Sub im 8. Monat. Wow, wow, wow. Hä, wie cool. Fällt doch gar nicht auf. Ja, of course. Wolltest du gesagt haben. Karo, ich hab doch eh nicht so viel, was ich zu meinem eigenen Video sagen kann. Das kenne ich aber. Ich, basically. Ich sag alles, was ich zu meinem eigenen Video noch sagen kann. Ach, Philipp, PSD. Stimmt. Ich hab einen Denkfehler gehabt. Der war der Cutter von Paluten. Auch Animations-YouTuber, aber ganz anderer Zeichenstil. Aber mein Gott, hab ich einen Denkfehler gehabt, kann sein. Ja, die hat Holz im Kopf. Seht ihr? Er dachte, war beabsichtigt mit der Musik. Bis der Helikopter oben gedreht ist. Wieder in unsere Richtung. Hä? Ich glaube, es war beabsichtigt, dass ich wie das Hä? Die Musik leiser mache. Aber danach soll es eigentlich wieder lauter sein, glaube ich. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Wieder an uns vorbei. Und dann wieder. Ist eigentlich so verdammt egal. Ich wollte das nur gesagt haben. Ich bin auch erstaunt, wie fucking egal das gerade ist. Okay. Wieder umgedreht. Und dabei ging der Heli immer tiefer und näher an uns ran. Wir haben uns da wie in einem Actionfilm gefühlt. Und haben uns verrückteste Ideen ausgemalt. Und haben uns gedacht, oh Mist, haben die uns etwa gefunden? Sie sind uns auf die Schliche gekommen. Als würde gleich jeden Moment So, da zurück. Oh. Was ist denn hier los? 8 Monate, 9 Monate Abonnenten, das toppen wir, oder? Oh, Mist. Auch ein Hart in den Chat. Für dich. Haben die uns etwa gefunden? Sie sind uns auf die Schliche gekommen. Als würde gleich jeden Moment so eine Durchsage kommen. Ihr bleibt jetzt alle stehen. Der Heli ist also... Was macht ihr, Witz?
Tada. Ja, ich war aber auch nicht, also wir hatten auch irgendwie gedacht, der Heli landet jetzt so direkt auf unser Dach so drauf und die kommt dann so an und Caro nehmen uns fest oder so und Caro fragen uns immer näher und näher gekommen. Und das sind wahrscheinlich sehr übertriebene Erinnerungen, aber es war irgendwann gefühlt 5 Meter entfernt. Rennt. Und wir sind voll cool, man seine Spiegelung sehen kann im Heli. Schneller, als wir jemals in unserem Leben gerannt sind, aus dem Bahnhof rausgesprintet. Als wir dann ein bisschen weiter weg waren und uns versteckt haben, haben wir dann erst bemerkt, der Heli... Kann man dann nachzählen, ob die Personen, die rausgerannt sind, vollzählig waren? Waren es 8 Personen? Helikopter ist auf der leeren Fläche etwas weiter neben dem verlassenen Bahnhof gelandet. Und das wahrscheinlich halt auch wegen einem Notfall an der S-Bahn-Station in der Nähe. Und es hatte weder was mit uns zu tun, noch haben die uns wahrscheinlich irgendwie beachtet. Ja, wir waren schon dumm. Wir waren danach aber auch nur ein paar wenige Male dort. Ja, das war schon richtig. Aber ich meine, das macht halt Sinn so, weil der verlassene Bahnhof ist halt nicht der einzige Bahnhof in der Nähe. Warum ist da eine Glasflasche kurz gewesen? Da ist halt eine Schiene, die halt auch intakt ist und da war halt ein richtiger Bahnhof daneben so. Wir hätten eigentlich basic drauf kommen können, so, ja. Ist schon. Warum ist er auf wie Lupina? Ich kapier's nicht. Kommt noch ein Statement zu Lupina? Nein. Und ich habe Lupina, als fürs Video habe ich Lupina. Auch nur ein paar. Diese Lupina-Dosen. So als Visual Element benutzt, wie oft wir da waren. Wisst ihr? Wegen was? Ich hab's nicht verstanden. Wir waren 2 weitere Mal dort und dann. Danach, aber auch nur so ein paar blub. Das heißt, dass man. Aber warum denn Lupina? Also warum nicht Jägermeister? Ich meine, halt, warum nicht irgendeine Flasche, die man halt regelmäßig trinkt? Also nicht Jägermeister, sondern halt Cola. Oder warum Lupina? Warum ausgerechnet Lupina? So, weil Lupina schmeckt ja nicht nachweislich. Je mehr Dosen da sind, desto öfter waren wir da und so. You know? Also, das war mir schon klar. Aber warum denn Lupina? Jägermeister! Das wäre geil gewesen. Taucht immer Jägermeister auf, so. Was haben die da gemacht? Ja, check. Das war so der Gedanke. So ganz viele Frames zeichnen, wo wir da sind, sondern einfach nur die Dosen mache. Das, was wir da lassen. Dort ist schon. Warum ist auch wie Lupina? Ich kapier's nicht. Der Winter kam. Und Chat, ich fand auch diese Szenen. Ich hatte richtig Bock, diese Szenen zu machen. Also, die waren nicht mal so kompliziert, aber ich fand das cool. Ich hab's mal im Vinland-Saga-Opening gesehen. Vinland-Saga-Opening 2. Ich fand, okay, es sah nicht so cool aus wie im Opening, obviously. Aber so vom. Hier ist so kein Schnee und dann. Wum, so ist dann so eine Schneelawine, Schneeding, es kommt. Ich fand, das ging hart. Ja, wir waren schon dumm. Wir waren danach, aber... Wenn ich dieses hier noch einmal sehe, verliere ich meinen Verstand. Auch nur ein paar wenige Male dort, ist schon... Warum ist er auf wie Lupina? Ich kapier's nicht. Der Winter kam und es zu kalt war, um dahin zu gehen. Und weil wir nicht mehr hingegangen sind, ist es auch langsam immer mehr in Vergessenheit geraten. Die Zeit verging also. Und als wir irgendwann mal... Ich hatte auch actually richtig Bock, für dieses Video Sounddesign zu machen. Musik und so. In diesem Video konnte man Musik auch nochmal so viel. Wehe, drückst es nochmal zurück. Ich muss nochmal mein Gelaber hören. Emotionen und Storytelling-Feeling raushauen. Das war krass. Der Winter kam. Und es zu kalt war, um dahin zu gehen. So eine Musik könnte ich in einem anderen, in so einem Schulding, die ich nie verstanden Video, niemals wirklich einsetzen können. Weil so andere Videos von mir haben halt vielleicht nur so dieses Upbeat, Happy-Ding oder lustig, Comedy. Comedy viel. Aber so, Musik hat so viel mehr Möglichkeiten. Musik hat so viel mehr Emotionen und so und Einsatzmöglichkeiten. Und hier konnte ich das actually mal so ausprobieren. Die Zeit verging also. Und als wir irgendwann mal nochmal in der Nähe waren, sind wir für die Nostalgie nochmal hin. Und jetzt weiß ich schon, was kommt. Bei uns war es ganz genauso. Bei ihm war es auch so. Ja, ich glaube, I guess. Ja, weil halt solche Häuser bleiben halt nicht ewig stehen, die... Das ist Fläche, die muss genutzt werden. Das wird weggemacht natürlich. Und dann kommt ein Einkaufscenter hin oder ein neues Familienhaus. Irgendwas halt. Wir haben verlassene Bahnhöfe an sich, dass die nicht so lange bleiben. Huh? Es war weg. Nicht nur unsere Softdrinkdosen, sondern das ganze Gebäude und alle Bäume in der... War bei uns beide Male auch so. Außer das Killerhaus. Das Killerhaus haben sie tatsächlich einfach renoviert komplett. Da wohnen Menschen drinnen. Was ich ja krass finde, weil das ist genau am Bahnhof. Da müssen da die Züge vorbei donnern nach München und nach Rosenheim. Das muss ja jetzt zum Kotzen sein, da zu wohnen. Umgebung. Alles wurde abgerissen. Das war's dann wohl mit dem Bahnhof. Mit unserem Bahnhof. Es war ein spannendes und gefährliches Abend. Der Keller ist auch weg. Ja, wahrscheinlich. Es haben Leute in den Kommentaren gefragt, so, wurde der Keller auch zugeschüttet? So, Bro, was weiß ich? Das ist halt abgesperrt. Ich hab da nicht reingeguckt. Ich weiß es nicht. Wir hatten unsere eigene geile Base. Und einen echten Base muss es sein. Ganz genau. Kein Bäcker. Coolen Sommer mit Freunden. Ja, aber wir können doch nicht Base nennen. Dann könnten wir es auch verlassenen Bahnhof nennen, hä? Wir wollen es ja nicht cool. Na, Base ist nicht klar. Verlassener Bahnhof ist logisch, wo es dann ist. Aber Base kann ja alles sein. Cooler reden. Wir wollten das geheim halten. Ja, klar, ich weiß schon. Aber wenn ihr euch angrinst und Bäcker sagt, ich weiß trotzdem, dass eine Base gemeint ist.
Darum ging es. Ich lasse es nicht, ich weiß schon die Idee dahinter, ich lasse es nicht zählen. Fun. Und hört auf Instagram Fotos zu machen, seid cool. Raucht Zigaretten, Schmann. Fact, ich habe mit den gleichen Freunden auch auf Minecraft gespielt und wir hatten auch dort eine echt besondere Base. Klickt also auf das Video, denn da ist auch wirklich spannendes Zeug passiert. Es ist eines meiner besten Videos von mir. Wow, dankeschön, Holzkopf. Ich muss sagen, es gibt so tolle Kanäle auf YouTube, das ist unfassbar, oder? Dankeschön. Allein einen Tag hochgeladen, 100.000 Aufrufe schon drauf. Wahnsinn einfach nur, wirklich. Danke, Mann, danke, danke. Ich glaube nicht, dass das dein Hauptberuf ist, aber es ist einfach krass, dass du das machst. Und Bro, ist das mein Hauptberuf? Ich bin einfach nur langsam. Also du verdienst in einem Video so viel, dass du sagst, ich muss einen ganzen Monat nicht arbeiten. Und wie verstehe ich das? Das ist ja voll krass. Ich will auch. Hä, wie klappt das Ganze? Hast du Patrons? Oder ich würde gerne von dir mal lückenlos vorgerechnet bekommen, wie das funktioniert. Denn ich will daraus lernen. So, ich muss schon hustlen, muss ich sagen. Also um in die Runden zu kommen. Ja, ich hätte auch gerne mehr Zeit. Aber bei. Faul manchmal. Und generell. Ja, Adsense und Placements, I guess. Krass. Gut, du machst schon sehr viel mehr Aufruf als ich. Das stimmt schon. Aber das ist so ein Unterschied, das hätte ich nicht gedacht. Ja, krass. Wie machst du es dann vom Leistungsdruck her? Bist du da nicht so, keine Ahnung, so, boah, es muss wieder ein Video kommen, ich muss Gas geben? Oder bist du so, nee, es kommt, wenn es kommt, ich bin da gechillt, ich mache mir keinen Stress, so. Das ist natürlich an solche Menschen, weil ich mache mir immer voll die Sorgen, dass wenn ich lange Zeit irgendwie nichts mache, dass dann alle sagen, CEO, wer, kenne ich nicht. Und dann bin ich so draußen und dann weiß kein Mensch mehr was. Na, ach, CEO, der ist eh viel zu alt, gar keinen Bock mehr und so. 10 Jahre YouTube reicht völlig, Bro, hör auf, Mann. Und so, irgendwie so habe ich das Gefühl manchmal. Und dann will man irgendwie was Neues bringen und mithalten können. Und generell, also wer der Meinung ist, so, boah, muss es cool sein, großer YouTuber zu sein. Ja, klar, ist ein geiler Job, macht Spaß und so weiter. Aber es ist natürlich auch viel Leistungsdruck und man, ja, alles drum und dran. Hat ja Vor- und Nachteil letztendlich. Aber ich liebe es natürlich. Ich würde es niemals aufgeben wollen. Ich kämpfe so lange und so weiter. Und ich mache so lange weiter mit YouTube, wie ich kann. Aber ja, vielleicht liegt es daran, dass mein CPM auch übel kacke ist. Also ist er ja auch. Aber interessant, wie dein CPM ist. Bei Animationen weiß ich mich gar nicht. Einfach so viel Spaß in der Sache hast und einfach dir Content auch schaffst, der nicht irgendwie anstrengend ist, skandalös ist oder irgendwie Leute in den Kopf stößt oder irgendwelche, ja, schwierigen Themen behandelt und einfach nur, Leute, habt ihr Bock, einfach mal für 8 Minuten Spaß zu haben und einfach mal abzutauchen in eine süße Welt der Kinder. Rein da. Es ist mein Hauptberuf. Welt, aber ist ja. Super schön. Geil, dankeschön für diesen Content. Super lieb. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das ist eine 4 von 10, Chat. 4 von 10. 315, 2 von 10 ist 326, 344, 450. Aber es ist halt, also es ist close, ist close, ist strong, ist immer strong. Das letzte Video, 300.000 Aufrufe, das sind für mich 5 Uploads oder so. Ja klar, ne? Das ist der Unterschied, ne? Ich weiß sogar, aber man, ja, ist halt so unterschiedlich, ne? Ach, keine Ahnung. Aber cool, ich freue mich natürlich, also ich gönn's dir von ganzem Herzen natürlich. Also wenn da jemanden wie dich, also das ist wirklich, mit so vielen Kanälen bin ich so, krass, dass die so erfolgreich sind. Aber bei so einem Kanal ist ja andersrum. Da wundert man sich eher, warum da nicht eine Mille Aufrufe drauf ist. Actually oder Abonnenten am Start sind. Strong. Nachdem ich 4 Monate nichts geupload habe, actually strong. Also es kann ja noch, es kann sogar noch hoch, noch höher gehen. Ey, das hier, guck mal. Chat, man würde denken, guckt euch an, was es hier für ein Abstand ist. Guckt euch diesen Abstand hier an zwischen den beiden Videos. Man denkt, ich hoffe dauernd irgendwelche Einnahmen zu sehen, aber ich sehe nichts. Das Video würde krass abgehen. Aber das lege ich auch nochmal so ein. Alter, 7.000 Abonnenten zu bekommen in den letzten 30 Tagen ist auch strong as fuck. Würde ich gerne mal tauschen. Wir gucken noch ganz kurz nach vorne, weil später war er mal so, yo, ich guck meinem CEO noch vorbei. Mal gucken, was da so passiert ist. Würde mich interessieren. Ah, okay, der war zu spät da, was ich gelabert habe hier. Aber interessant, interessant. Aber man sieht schon, dass in jedem Video neu gemalte Sachen drinnen sind, die man ja extra anfertigt. Okay, scheiße, ja, sein. Wie viel Arbeit sowas macht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dann überhaupt mehrere Videos im Jahr kommen. Weil das sieht mir echt nach Sachen aus, wie man sowas nebenbei macht und so. Heftig einfach nur. Und deswegen. Ich mach's auch beruflich, deswegen ist es so ein bisschen. Ja, dann muss ich sagen, faule Sau, was ist los hier? Na, Schmarrn, nee, alles super. Also, wie gesagt, das ist ultra viel Arbeit. Ne? Das nicht falsch verstehen. Das mit dem nicht hauptberuflich, das war kein Diss oder so. Das war eher nur eine Annahme, so, weil halt ich mir das vorstellen können, dass du noch nebenbei was machst oder so. Aber wenn es natürlich läuft. Also, das ist natürlich eine super Sache. Wenn man sagt, so hey, das reicht, ich brauche nicht viel, ich kann alles bezahlen, was ich bezahlen möchte, komme gut um die Runden, mach mir keine Sorgen, ich kann vor mich hinarbeiten. Alles super. Also, das ist dann wirklich cool. Was anderes aber? Ja, danke. Wie so ein kleines Kind. Fühle ich mich wie 16, fühle ich mich da. Ich merke so cool, neues Video ist von dir, meine A-Box. Und dann ist man einfach so geil. Also ich genieße das wirklich. Also ich sehne mich nach solchem Content. Ich habe einfach Hilfe nicht gehört. Ja. Boah, wie einfach ich dasselbe Shirt anhab wie in dem Video. Damals bei der Reaktion. Das glaubt man bestimmt so. Ich habe nie was anderes an. Ich habe einfach
wie Donald Duck einfach 80 Mal dasselbe Shot in meinem Schrank hängen. Sehr schön, ein Holzkopf für diese süße Reaktion. Eine Twitch-Reaktion habe ich gemacht und so. Ich muss sagen, persönlich, ich finde, ja, theoretisch kannst du drüber nachdenken. Ich weiß schon, klar, Reaktionen sind so ein Ding immer, boah, das macht doch jeder, ist doch blöd und so. Aber rein, wenn du es sowieso machst auf Twitch, dann wieso nicht eine Aufzeichnung machen? Irgendwann in die Hand drücken? Ich kenne sogar jemanden, das könntest du ja schneiden, wenn es ist und so. Ich glaube, da hat schon mal Bock drauf, das zu sehen. So. Zumindest würde ich das mir definitiv hier und da mal gönnen. Aber ich merke so, du hast irgendwie eine Meinung zu irgendeinem Video oder so. Wichtig ist halt, dass man nicht als einfach nur reagiert, um was zu gucken. Sondern wirklich, man sucht die Sachen raus, wo der Meinung ist, okay, da habe ich dazu zu sagen. Ich will da meinen Senf mit abgeben und ich habe da irgendwie was, womit ich das Video nochmal erweitern kann. So. Ich habe nichts. Also was ich schon ein bisschen schade finde, ist, wenn man einfach nur ein Video guckt und dann nebenbei noch was mampft und dann einfach nur labert. So, yo, interessant, kann ich es dazugeben oder so. Ich finde das ein bisschen schade. Ist auch nicht verwerflich. Kann man natürlich auch machen. Jeder kann machen, was er möchte jetzt am Ende. Das ist total... Da ist jeder offen mit seiner Entscheidung natürlich. Ne? Nichts ist verboten. So, das war's dann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.